Ja, hallöchen, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge wieder von Ilex, die Katja hier bei mir. Ich muss zu diesem komischen Hammer-Clan-Anführer da reingehen. Ich weiß nicht, ob ihr das in der letzten Folge gesehen habt. Zu Cormac. Wegen der Essenslieferung für Sina oder Sida. Keine Ahnung, Sinda, glaube ich, heißt sie. Cormac, ich habe den Bewegungssensor für dich. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Haha. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Sinda schicken, sobald sie bereit sind. Ja. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammer-Clans zählen. Sehr gut. Ende. Passt, Leute. Super. Gut. Dann gehen wir wieder zu Sinda. Sollte ich mit den anderen auch noch reden eigentlich? Mit dem Eisenclan... Hammerclan, Eisenclan? Ich weiß nicht, ob da, welcher Clan das jetzt eigentlich ist. Da haben wir Ragnar und Sinda. Soll ich noch zu Ragnar gehen? Das wäre ja... Wo bin ich eigentlich da? Da bin ich eh schon hier. Ja, genau. Brauche ich mehr. Leute, ich gehe mal zu Ragnar. Vielleicht schickt er auch noch Männer oder so. Wahrscheinlich braucht er auch eine Ausrüstung oder sowas, die ich ihm bringen muss für seine Leute. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So, ja, das ist die letzte Folge in der Woche schon wieder. Ja, leider. Servus, Ragnar. Was meine Unterschied? Ende, okay. Ah, tja. Zu Sinda. Na, Cinderella. Ja, muss ich jetzt wieder zu Sinda gehen. Alles gut, der Ragnar hat jetzt nichts mehr. Das reicht, wenn einer hilft. Okay. Brauche ich nicht extra jetzt noch zu Ragnar gehen. Gut. Sinda. Dann werde ich mal zu Sinda gehen. Die ist da unten irgendwo. So, achso. Hier drüben irgendwo soll sie sein, ne? Cinderella. Wo ist denn die jetzt? Wahrscheinlich wieder mal ganz drüben irgendwo. Oben? Leute, wo ist die Cinda? Hier hinten? Was ist da, wenn ich fürs... Wartet mal, Leute. Wartet mal. Vorher, das ist der Ragnar. Okay. Da soll die Sinda irgendwo sein. Gut. Ja, na. Wahnsinn. Ja, gehen wir mal zur Sinda. Ich muss sagen... Ich muss ihr sagen, dass sie jetzt wieder... Dass sie wieder Essensnachschub bekommen. Vom Hammer-Clan diesmal... Ah! Leute! Jedes Mal, wenn ich doppelklick, dann macht er diesen hier. Wahnsinn. Darf ich mal den Pfeil nehmen? Kann ich verkaufen, Leute? Fliegen wir mal zu Sinda rüber. Wir fliegen! Setzerbrot. Okay. Jawohl, da ist die Sinda irgendwo. Feuerkraut nehme ich mir auch mit. Ich weiß nicht, ob ich das alles nicht zum Craften brauche. So, da, jawohl. Dann gehe ich einmal zu dieser Sinda rein. So, servus Sinda. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Ja. Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Gib mir 300. Gib mir, was du für angemessen hältst. Fertig. Aus. Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. Dann gib her. 250 für den einen. Super. Und 250 für den anderen.
Viel Spaß damit. Wow, 500 Splitter, passt. Super, danke schön, Ende. Ha, super. Sind wir das auch erledigt? Na Gott sei Dank. Und wieder einiges an Erfahrungspunkten mehr bekommen. So, habe ich jetzt eigentlich noch irgendwo eine Quest? So was hätte ich irgendwo, auch wo ich hin muss? Nö, habe ich jetzt nicht stehen. So, Questen. Also, falsche Lehrerin. Angrim vermutet eine Kleriker, der sich in den Reihen der Berserker versteckt. Ja, das ist genau. Denn wenn ich ja. Vermutlich versucht der Berserker zu rekrutieren und nach Ignanon zu bringen. Angrim will, dass dem ein Ende gesetzt wird. Okay. Nicht willkommen. Bertram ist der Kleriker. Das gefällt nicht jedem. Dann werde ich das Nicht-Willkommene machen. Was soll ich da? Technik dem schon. Okay. Nicht willkommen. Bertram ist ein Kleriker. Ja, Bertram. Auf der Karte markieren. Wo soll dieser Bertram sein? Ist das. Ja, das ist der eine. Leute, der sitzt genau vor mir. Ah, Bertram. Angrim hat es auf deinem Kopf abgesehen. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Ja. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Genau. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir, herauszukommen. Nein. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Ha! Ja. Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Du mieser Bastard. Und tschüss. Ich zeige dir jetzt, was es heißt, mich zu reizen. Dir bringe ich mein Leben bei. Fertig. Nicht willkommen, abgeschlossen. Ja, alles her, was du hast. Danke. Tschüss. Der ist einmal hinüber. Gummibär, Schnitzel essen. Ich muss mir Schnitzel kaufen, Leute. Wahnsinn. Also muss ich zu einem Lager vor einem Fahrerleuer gehen. Leute, wo ist denn die Kaja? Ah, da. Warum hast du mir nicht geholfen, du? Naja. Ja, gut, Leute. Der muss aus der Welt, geschafft werden. Habe ich gemacht. Oh. Wo habe ich denn das jetzt hin? Falsche Lehren. Angriff unter den Kleriker, dass ich in der reine Berserker fange. Vermutlich unter den Berserker. Ja. Und dann bringen Angrim will, dass er mein eigenes gesetzt wird. Auf der Karte markieren. Und ich muss zu Angrim, schätze ich mal. Das soll da irgendwo drüben sein. Da ist er. Angrim, ich gehe zur Hotelruine Goliath. Da spare ich mir ein paar Meter, Leute. Ist einfach so. So. Haben wir einen Kaffee trinken? Ist aber gar nicht mehr so heiß, Leute. Wahnsinn. So, komm mit, Katscha. Wir gehen zu Angrim. Dem Saftsack. Nö, finde ich eh cool. In Angrim irgendwie. Aber ein komischer Kauz ist er schon. Aber ja. So, da ist der Angrim unten. Und den teile ich jetzt mit, dass ich den vernichtet habe. Servus, Angrim. Da bist du. Wegen des Klerikers. Wegen des Klerikers. Bertram ist tot. Bertram ist tot. Ja. Ist er der Kleriker gewesen? Dabei hatte ich ihn gar nicht unter Verdacht. Es besteht kein Zweifel. Ja, gute Wahnsinn. Arbeit. Ich brauche mehr Männer wie dich im Clan. Ja. Hier. Du hast im Sinne des Clans gehandelt. Ja, sicher. Das soll belohnt werden. 100 Splitter. Na, passt. Ja, finde ich cool. 100 Splitter. So, hat er noch irgendwas für mich, der Angrim? Recht und Ordnung. Nein, hat er nicht. Müssen gewahrt bleiben. Gut, passt. Tschüss. So, dann geht's einmal weiter mit den Questen. Wir haben einiges an Questen im Questbuch, Leute. Somit schlage ich das einmal auf, ne? Ja, bin schon demnächst wieder Level 13, Levelaufstieg demnächst wieder. Was sollte ich dann als nächstes eigentlich nicht trainieren? Flammenwerfer brauche ich nicht, habe ich. Plasma-Kanone. Geschicklichkeit und Intelligenz wären von Vorteil, damit ich die neue Ding des Plasma-Gewehrs nutzen kann. Die neue Erweiterung quasi. Geschicklichkeit und Intelligenz. Ja, würde ich einmal sagen, dass ich das sowieso mal weiter rauf gebe. Ja, so da. Gut, dann wären wir weiter. Gefährten, was habe ich da? Elektrotechnik für Falk. Eine Handvoll Splitter. Nö. Ah, okay. Da haben wir neue Erkenntnisse. Okay. Köpfe müssen rollen.
Eine halbdefekte Blechdose. Also Gefährten haben wir nichts. Edam. Clanstreit. Genau. Einer von Cormacs Männern, also vom Hammerclan, der Anführer Cormac, scheint schlechte Stimmung zu verbreiten. Sein Name ist Eldur und er arbeitet als Setzer auf den Farmen. Ich soll zu ihm gehen und seinem Gehetze gegen den Eisenclan ein Ende bereiten. Verfolgen. Passt. Ja, dann mache ich das einmal, ne? Aber vorher speichere ich einmal. So ist das, ne? Gut. Ja, also wie schon erwähnt, letzte Folge in dieser Woche, dann ist ja eigentlich schon, ja, eigentlich wieder Wochenende. Da unten soll er sein. Da ist gleich ein Lagerfeuer, da werde ich mal schauen. Vielleicht habe ich ja Fleisch. Habe ich Fleisch? Gebratenes Fleisch, 12 Stück. Werde ich machen. Super, und jetzt habe ich wieder 59 Stück Fleisch. Kann man da was stehlen oder ist das verboten? Ja, da kannst du ja gar nichts machen. So, wo soll denn der jetzt sein? Da oben oder was? Nö. Da irgendwo soll er sein. Diese Schweine. Auf den Feldern hat mal ein Freund von mir gearbeitet. Lass uns wieder verschwinden. Ja, dann geh einfach. Ich bleib da. Ja, Leute, nur weil dein Freund da mal gearbeitet hat. Ja, das sind die ganzen Setzer und diesen muss ich finden. Passt. Dann werde ich das auf jeden Fall mal machen, diesen komischen Setzer. Der Lügen verbreitet, Leute. Ah, nehmen, was haben wir da? Setzerbrot. Ja, ich sammle die Setzerbrote mal, weil ich weiß nicht, ob ich die noch den Inwin geben muss. Setzer. Da ist er. Hey, du. Bist du der Ersatz? Was für ein Ersatz? Wovon redest du? Wovon redest du? Dann bist du es also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Okay. Ja, mit dir muss ich reden, Eldur. Gibt's noch was? Genervt? Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an. Und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Also mal um die Wühler brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Um die Wühler brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sie sind tot. Und? Wer sagt mir, dass das die Letzten waren? Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Ich will gar... Irgendwer sollte hier mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Ach. Einmal, ich habe gehört, du machst... soll ich das jetzt schon machen? Oder hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Erst einmal da. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar, das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Ja, nehmen wir mal das da. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Schauen wir mal. Was sind das für Setzlinge hier? Ja, Weltenherz-Setzlinge, weiß ich doch. Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Ja, weiß ich. Was ist ein Weltenherz? Weiß ich schon. Aber das ist auch... Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Du bist irgendwie frech. Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Genau. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser?
Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Ja, alles was klar? Was ist Mana? Brauche ich doch nicht. Ich weiß doch alles schon. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich werde alles suchen. Nein, ich habe gehört, du machst Ärger. Ja, das nehme ich jetzt. Ich habe gehört, du machst Ärger? Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Oran nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Tavernenschläger? Wer sind deine Jungs? Wer sind deine Jungs? Naja, die meisten anderen vom Hammerclan eben. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Okay. Mission Hausverbot? Immer wenn ich schlafe. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Genau. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Herr Buck, schau mal. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Du hast recht. Du hast recht. Freut mich zu hören. Es ist selten geworden, in diesen Zeiten auf selbstlose Leute zu treffen. Kälte gesunken. Ma wurscht. Was ist Mana? Ja, weiß ich doch schon, was aber es ist Gesprächsoption. Mana? Nix da. Ich habe schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Okay. Du wirst wohl des Öfteren von Neulingen angefragt. Persönlich zwei habe ich. Nö, nicht. Ah, Leute. Ach so, überleben war das. Ich denke darüber nach. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Ich werde Alva suchen. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Okay, super. Sonst haben wir nichts mehr. Was ist? Gar nichts. Passt. Hier gut, dann werden wir den nächsten Platz, befragen. Klar? Servus, du Setzer, du. Ich gehe mal da raus. So, muss ich da irgendwo... da ist der Eldur, mit dem habe ich geredet. Oran. Da drüben, ich muss zu Oran. Orange, was? Gut, dann werde ich einmal zu Oran marschieren. Ja, Leute, also das Spiel ist wirklich so cool. Es ist immer so super, das Spiel zu spielen. Es gibt auch mittlerweile schon den zweiten Teil. Leute! Ist wirklich so. Es gibt schon den zweiten Teil mittlerweile. Aber ich spiele den einmal durch. Dauert nur noch ein Jahr. Und ja, werde dann natürlich auch auf diesem Kanal dann, wenn dieses einmal komplett durch ist, später irgendwann einmal, weiß nicht, ein halbes Jahr, ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall den zweiten Teil angehen, wahrscheinlich gibt es auch schon den dritten Teil. Keine Ahnung, Leute. So, da ist irgendwo der Orn. Das ist mir zu Orn gekommen, Leute. So, da soll er sein und ich soll mit dem reden, aber bevor ich mit dem rede, speichere ich einmal. So, Orn. Da denke ich, Oran, nicht Oran. Servus. Kennst du einen Berserker namens Alva? Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja, der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argo auseinandergenommen. Wo? Nebelcreme-Pack. Okay. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Na super. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Ja, natürlich. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Okay. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Mhm. Der Hammerclan schickt mich. Der Hammerclan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammerclan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Ja.
Persönlichkeit 3 habe ich nicht, die Berserker müssen zusammenhalten. Du wirst den Hammerclan wieder bewirten, weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Vielleicht nimmt es das Elixit um, stiebt es. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Du ja? Willst dich mit mir anlegen? Du kannst es gerne versuchen. Ich werde vor der Taverne auf dich warten. Komm her, wenn du bereit bist. Bis dann. Ah! Sie kann einfach nicht ein Kampf? Gegen Oran? Uta? Selbst dran schuld. Ich gehe raus und kämpfe gegen den. Man muss nicht mit jedem Mist hausieren gehen. Du willst also, dass der Hammerclan bei mir wieder was zu trinken bekommt? Ja. Dann zieh deine Waffe und zeig mir, wie ernst du es meinst, Freundchen. Weg mit dir! Oran überredet. Ach, deck mir das nächste Mal den Rücken. So, und jetzt? Oh, oh, du Kacke. Du hast einen ziemlich harten Schlag drauf. Du wirst jetzt wieder den Hammerclan bewirten. Ja, ja, schon gut. Ich werde mal mit Angrim reden. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammerclan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisenclan geben könnte. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Okay, tschüss. So, da Leute, haben wir den auch einmal überredet. Überredet. Anführungszeichen. Leute, gut. Dann haben wir das einmal abgeschlossen und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich werde mir einen Schnitzel reinziehen, damit ich ein bisschen aufgeheilt werde. Oder weil da brauche ich keinen Heiltrank verschwenden. Die Folge ist vorbei, ihr Lieben. Und somit wünsche ich euch jetzt schon mal ein schönes, nettes Wochenende. Und wir sehen uns dann kommende Woche wieder. Entweder Montag oder Dienstag. Schauen wir mal. Auf jeden Fall dreimal die Woche. Das ist einmal fix. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Game over und ciao. Wie soll es denn jetzt weitergehen?